Die 21. Hungener Europawoche endete am Wochenende mit dem Brunnenfest auf dem Marktplatz. Die Organisatoren hatten am Samstag und Sonntag ein reichhaltiges Programm zusammengestellt. Nach einem ökumenischen Gottesdienst gab es am Samstag die Modenschau der Fachgeschäfte, Tanzdarbietungen und Auftritte der Schäferkönigin Franziska Storch sowie von Brunnenkönigin Nadine der Ersten. Highlight war am Nachmittag der Auftritt des Duos The Tenders, das Publikum auf dem Marktplatz der Schäferstadt mit Swing und Schlagern unterhielt. Die Tanz- und Showband Sunbow sorgte dann am Abend für ausgelassene Stimmung. Der Sonntag stand im Zeichen der ADAC Oldtimerfahrt, deren Teilnehmer um 10.31 Uhr zur Rundfahrt quer durch den Vogelsberg aufbrachen. Für das leibliche Wohl auf dem Marktplatz sorgten die Hungener Ortsvereine, die eine Vielzahl kulinarischer Köstlichkeiten anboten. Zum Abschluss der Europawoche und des Brunnenfests spielten am Sonntagabend Genie and the Tone-X Hits der vergangenen Jahrzehnte auf der Bühne am Marktplatz. Zuvor wurden ab dem Vormittag die Besucher vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Villingen und vom Musikzug Bellersheim unterhalten. Auf die Vogelwiese ging der Franz, weil er gern einen hielt. Und bei Blasmusik und Tanz hat er so viel erlebt, dass wir im Zelt vor Gut und Herrlichkeit. Darum kann man